So, und jetzt sind wir wieder in der alten Version von Experience 1.1.2, nicht mehr in der Steam-Version. Und ich mache mal kurz einen Check. Können wir Daten lesen? Wir können Daten lesen. Perfektamente. Und die Tyriadentür ist offen, hoffe ich. Das wäre jetzt noch der letzte Check, den wir machen müssen. Die Tyriadentür ist offen. Haha. Wahrscheinlich können wir jetzt wieder nicht diese andere Sicht benutzen, ne? Oase? Doch, die geht auch. Hahaha, es läuft. Es läuft, Leute. So kommen wir hier auch voran. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir die Leia nach unten bekommen. Das Alarmlicht ist angegangen. Okay, ja. Du willst also, dass ich die Ebene wechsle? Ja. Genau genommen willst du das, weil du hast gesagt, wir sollen das tun. Wir tun ja immer nur das, was du willst. Zwischen uns und den Türen stehen nur noch die Tyriade und die Sicherheitsroboter. Gehen wir runter zum ersten Stock und neutralisieren sie. Alles klar, aber der Tyriade ist doch weg, der war doch gar nicht mehr da. Der ist doch abgehauen, oder? Joa, ist er nicht. So, Kameras aus, Kameras aus. Andere Kameras wählen. Die Kamera ist nicht so gut. Wir nehmen die hier. Ja, ich wollte noch was in den Optionen gucken. Da habe ich was gesehen. Wenn wir Zwischenverfolgung gemacht haben, nämlich Autoverfolgung, nein. Über konnte man die Anzahl der Kameras erstellen. Maximal bis mittleres Fenster. 2. Maximale mittlere Fenster 3. Das wollte ich validieren. Ich weiß nicht, was ich ohne dich täte. Tja, Madame, das höre ich nicht, nicht selten. Oh, aber wo ist diese Kreatur hin? Die, die mich verfolgt hat. Bietet sie einen Hinterhalt vor? Vermutlich nicht. Ja. Ein Tier dieser Größe würde ich kommen sehen. Sie muss weggelaufen sein. Keine Ahnung, wohin. Aber umso besser. Ein Problem weniger. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Roboter kümmern. Ich habe eine Idee. Wir müssen ganz nah an den Roboter, den die Kreatur vorhin angegriffen hat, rankommen. Mit etwas Glück kann ich seine Einstellung von autonom zu ferngesteuert ändern. Dann könntest du ihn steuern und die anderen neutralisieren. Was meinst du? Geil. Probieren wir es? Roboterfight. Kannst du mich zu dem gefallenen Roboter bringen? Ich kann nicht sehr viel sehen. Der gefallene Roboter ist da vorne. Darauf reagiert Madame nicht. Und? Worauf wartest du? Darauf aber reagiert sie. Wo kommen wir denn am besten da raus? Hier vorne irgendwo? Nee, da ist ja alles verschüttet. Oh, ist das cool jetzt mit den drei mittleren Kameras. Hätte ich schon längst machen sollen. Reagiert sie jetzt darauf? Nee. So, wo geht man dann lang? Ah, die geht sie vorne raus. Ah, da über diese Brücke. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Okay. Aber keine fünftige Kamerasicht darauf, oder? Nee, haben wir nicht. So, Madame. Ah, das ist gut. Auch von hier hätte man den Angriff sehen können. Ah, schade, schade, schade. Naja. Zu viele Kameras. Gut. Er sieht ganz okay aus. Scheint nicht allzu sehr beschädigt worden zu sein. Wo ist dein Wartungskasten? Ach, da. Die anderen Roboter stören sich jetzt nicht, weil dann du kannst einfach durchlaufen. Fertig. Ich schätze, dass das System dich nach einem Code fragen wird, um den Roboter zu kontrollieren. Den solltest du aber haben. Habe ich den? Irgendwo beim Mitarbeiter bestimmt. Entweder bei dieser Montfleur oder bei dem Lincoln, man weiß es nicht. Nee, dann bei dem Lincoln. War das er? Nein, dann war das er. Da ist er.
der Stealth A03 Sicherheitsroboter ST03 8RX12. Dann probieren wir doch mal, ob die Fernsteuerung funktioniert. Ich schätze, ein Navigationsfenster hat sich geöffnet. Dann bewegt den Roboter bitte vorwärts. Gut, jetzt liegt es an dir. Unser Ziel ist, die anderen Sicherheitsroboter zu neutralisieren. Sie sind mit Elektrokanonen bewaffnet. Geil. Nach einem Schuss gibt es eine kleine Pause, in der die Kanone wieder aufladen muss. Pass deine Schüsse entsprechend ab. Viel Glück. Ich gehe jetzt in Deckung. Das ist cool. Können wir auch hier mit steuern? Ja, können wir. Geil, ich kann den mit Numlock steuern. So, dann mache ich nämlich hier mit Numlock das. Oh, kann ich einen Double Kill hinkriegen? Komm, wir machen Double Kill. Weiter so. Das machst du richtig gut. Oh. Keine Gnade. Keiner darf entkommen. Einer weniger. Guter Anfang. Zwei weniger, Madame. Geilen Double Kill. Ich bin so gut. Hoffentlich kann das Spiel ein Double Kill verkraften. Spiel? Steuerung? Hallo? Was für ein Kampf. Ja, heute kann ich auch nach vorne zu fahren. Okay. Wenn ich zu lange in eine Richtung drücke, dann fährt er immer in diese Richtung. Komm, ich krieg dich. Bleib hier. Ich mach mal hier Nachtsicht an. Jetzt fährt er wieder geradeaus. Penner. Wo ist er? Wo ist der andere Roboter? Ich sehe meinen Feind nicht. Ja, er dreht sich im Kreis und kommt nicht weiter. Das ist unsere Chance. Attacke. Haarscharf an der Ecke vorbei. Eine Linksdrehung. Der ist irgendwo hinter der Säule. Da kommt er. Rechts ist er. Stopp. Nein. Warum hat er das gezündet? Das war ein Warnschuss, damit der andere schon mal weiß, wer wir sind. Ach nee, das war ich jetzt. Ja. Na, komm näher. Ich krieg dich gleich wohl. Cooler Treffer. Vielen Dank. In deinen Händen ist dieser Roboter wirklich unschlagbar. Was für eine Schande, dass wir ihn hier lassen müssen. Jetzt sollte nichts mehr zwischen mir und den Türen stehen. Ich bin sprachlos. Was mich wohl hinter diesen Türen erwartet? Ich weiß es nicht. Ja, ich werde von einer geheimen Hoffnung geleitet. 112 spricht mit mir. Ich kann es spüren. Er ist hier. Irgendwo in dieser mysteriösen Welt. Und ich werde erst anhalten, wenn ich bei ihm bin. Die Zeit ist gekommen. Lass mich raten. Ich gehe rein. Ja, geh rein. Macht ihn jetzt. Ach, das war ein Gebietswechselschalter. Ich dachte, die geht da auch durch. Spannung steigt, Leute. Hallo? Spannung steigt. Kannst du mich hören? Hast du ein Bild? Ja. Es tut mir so leid, dass ich vergaß, den Server zu aktivieren, nachdem ich durch die Türen gegangen war. Die Tyriadenwelt ist mit Kameras und einem Computernetzwerk ausgestattet. Unsere Techniker installierten sie nach der Entdeckung der unterirdischen Stollen, um die ersten Rezeptoren bei der Durchführung ihrer Expeditionen anzuführen. In diesem Raum wurden sie trainiert. Ihre Ausrüstung ähnelt der meinen. Eine tragbare Schulterkamera, um ihre Bewegungen zu verfolgen. Ein Sprachpaket, um den Austausch mit Tyriaden und anderen Wesen aus ihrem Universum zu ermöglichen. Ich kann das Gerät zwar grundlegend bedienen, kenne mich aber nicht wirklich gut damit aus. In der Bedienungsanleitung kannst du genau nachlesen, wie es funktioniert. Das einzige Problem ist, die Anleitung befindet sich in den Dateien von Paul Gernish, dem Verantwortlichen für den Abgrundraum. Ich würde vorschlagen, dass du dich über die Tyriaden informierst, bevor wir zu dieser Expedition aufbrechen. Ohne etwas Grundwissen bist du aufgeschmissen. Mal überlegen, wo du Informationen finden kannst.
Vielleicht in den Dateien von Jack Lowell, dem Offizier der äußeren Tyriadenzone. Oder in den von Nancy Edwards, die für die Rankentyriaden verantwortlich ist. Oder in Paul Gurners Dateien, den ich eben schon mal erwähnt habe. Während du deine Nachforschungen betreibst, werde ich diesen Raum weiter durchsuchen. Er ist voller Materialien. Es gibt sicher irgendwas, das meine Ausrüstung komplettiert. Ich werde außerdem unsere Ziele aktualisieren. Bis später dann. Und viel Glück bei den Nachforschungen. Oh, Teamwork hier. Also, in Lowells, in, was, in dieser Tante da? So, wir hatten doch eben irgendwo ganze Zugangscodes gefunden. Das war doch bei Edwards, ne? Genau. Punkt Edwards. Vielleicht finden wir da auch die ganzen Zugangsdaten, die für die anderen. Madame bewegt sich hier im Raum rum, macht mal ein bisschen was selbstständig. Sehr gut. Luxury. So, in ihren Daten haben wir doch den ganzen anderen Kram gefunden, ne? Jupp, das haben wir. Und das sind die Zugangsdaten von Lincoln. Mitarbeiter Michael Lincoln. M. Lincoln. Passwort ist Password. Daten. Sensible Daten ist Order. Und zack, zack. Hier steht auch nichts. Ah, Nancy's Dings haben wir. Sensuality. Ah. Ich glaube, ich sollte mir das aufschreiben. Ich glaube, das sollte ich mir aufschreiben. So, holen wir den schlauen Zettel. Tun mal. Ich würde sagen, du hast jetzt eine bessere Vorstellung von den Tyriaden. Ich habe diese endoskopische Kamera gefunden, die in der Medizin eingesetzt wird, um den menschlichen Körper zu erforschen. Keine Ahnung, ob sie uns nutzen wird, aber ich habe sie mal mitgebracht. Man kann ja nie wissen. Willst du noch einen letzten Blick auf diesen Raum werfen? Das könnte für eine Weile unsere letzte Chance sein. Hilf mir bei der Suche. Erst mache ich hier Datengedöns. Also wir haben A. Lucian. Mit dem Passwort Nialusi. Okay. Deine Kameras werden dir das zeigen, was meine Augen nicht sehen können. Und darum brauche ich deine Hilfe. So, das nächste kennen wir schon. Das heißt, wir haben J. Lowell und O. Seeken. Okay. Edwards kennen wir schon. Ah, Gurnish, sehr gut. P. Gurnish. Gurnish mit CH und PSI. Ist das Kennwort. So, das hier oben hatten wir alle, ne? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das. Jo, das haben wir jetzt. Das sind irgendwelche komischen Angestellten. Der Spion hat so auch die Teile, die Informationen. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu der Edwards. Nancy Edwards. Wir machen jetzt quasi Backtracking durch die Dateien und verschaffen uns Zugang zu allem, was wir finden können. Das hat uns in der Vergangenheit ja auch schon ganz gut geholfen. Luxury. Dateien. Weg. Na, geht weg. Okay. So. Malek. Haben wir bei Malek schon das Erfolg? Ich glaube wohl, ne? Schreib's mir trotzdem mal auf Erfolg. Ja, ich glaube, das haben wir schon. Aber gut. Luciani hat Hope als anderes Passwort. Den haben wir eben schon. Hope hinzugefügt. Luciano, hä? With? Zwei Dateien. Und die sagen dasselbe. Ja.
Gut, so haben wir noch mehr. Nein, das heißt, wir gehen jetzt nach Datenmitarbeiter. Der Luciani, da. Wir könnten auch die ganzen E-Mails durchsuchen und so, das tun wir jetzt aber. Tun wir das jetzt auch noch eben? Jetzt einmal eben durchklicken, macht das Sinn? Ja, komm, zack, zack, zack. Wir sehen ja, wenn irgendwas gehighlightet ist. Texte schauen wir uns jetzt nicht an, das würde bei allen einfach zu lange dauern. Lincoln, und das kennen wir schon. Jo, passt. Also. Punkt Luciani mit dem Passwort. Ja, Lucy. So, er hat keine Zugangscodes in seinen Daten. Seinen Daten finden wir. Okay, auch das Triadenprotokoll, das kennen wir. Und sein sensibles Passwort ist Hope. Lincoln, das haben wir, die Order, genau. Das ist nichts Neues. Okay, da ist nichts Neues. Das heißt, wir können bei dem Lowell mal reingucken. J. Lowell. Der hat das Passwort Osaken. Osaken. Passwort falsch. Hab ich gerade vertippt? Oder habe ich falsch abgelesen? Osaken. Passwort falsch. Schaa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 
ob wir die 112 finden, ihren geheimnisvollen Lover. Alles das vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.